In meinem ersten Video zum Thema Intervalle habe ich erklärt, dass es Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sechste, Septime und die Oktave als Intervalle gibt. Intervalle haben ja alle einen festgelegten Abstand zum Grundton. Es handelt sich dabei immer um einen Abstand zwischen zwei Tönen. Dem aufmerksamen Zuschauer wird vielleicht aufgefallen sein, dass es aber noch Lücken zwischen den Intervallen gibt. Diese Lücken werden wir heute füllen und dafür ein bisschen puzzeln. Alle bisherigen Intervalle können im Abstand zum Grundton vergrößert oder verkleinert werden. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass man ein Kreuz oder B vor die entsprechende Note setzt. Das muss aber nicht zwangsläufig sein. Es gibt zwei Arten von Intervallen. Und zwar gibt es reine Intervalle und die anderen nennen wir sie mal unreine Intervalle, also Intervalle, die nicht rein sind. Die Besonderheit bei reinen Intervallen ist, dass sie entweder als reines Intervall vorkommen, also unverändert, oder im Abstand zum Grundton verringert oder vergrößert werden. Das bezeichnet man hier als vermindert oder übermäßig. Alle restlichen, nicht reinen Intervalle sind entweder klein oder groß. Dort gibt es also keine reine Option. Es gibt zwei Arten von Puzzleteilen. Unser erstes Puzzleteil für heute ist für reine Intervalle und es sieht folgendermaßen aus. In der Mitte steht das reine Intervall, in dem Fall die Prime. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass das Intervall um einen Halbtonschritt erniedrigt wird, das heißt vermindert, und dass das Intervall um einen Halbtonschritt erhöht wird, das nennt man übermäßig. Hier die Puzzleteile für die reinen Intervalle. Prime, Quarte, Quinte und auch die Oktave zählt dazu. Weiter geht's mit unserem zweiten Puzzleteil für die restlichen Intervalle und das sieht folgendermaßen aus. Hier gibt es jetzt nur die Möglichkeit, dass das Intervall klein oder groß ist. Eine reine Option gibt es, wie eben schon gesagt, nicht. Die nicht reinen Intervalle einer Durtonleiter sind von Natur aus alle große Intervalle. Wenn wir also jetzt unser Puzzleteil der Sekunde zuordnen, siehst du, wenn die große Sekunde um einen Halbtonschritt verringert ist, hat man eine kleine Sekunde. Zack! So sieht jetzt das ganze Puzzle zusammengesetzt aus. Schreiben wir jetzt noch die Halbtonschritte vom Grundton C aus dazu. Wichtig ist hierbei nur, dass zwischen E und F und H und C ein natürlicher Halbtonschritt ist. Das bedeutet, zwischen diesen Tönen ist kein zusätzlicher Ton. Du siehst, dass alle Halbtonschritte der Klaviertastatur abgedeckt sind. Jetzt hast du eine komplette Liste aller Intervalle im Bereich einer Oktave. Jeder Halbtonschritt ist abgedeckt. Im nächsten Teil erkläre ich dir zum Abschluss, wie du diese Intervalle ganz praktisch bestimmen kannst und wie man aufgeschriebene Intervalle ganz schnell und einfach erkennt. Also, bis zum nächsten Mal. Um mich auf dem Weg zur Ergreifung der musikalischen Weltherrschaft zu unterstützen, abonniere meinen Kanal und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Du drückst jetzt aus freiem Entschluss auf Abonnieren und bewertest das Video mit einem Daumen nach oben. Abonnieren, Daumen nach oben. Max macht Musik.